Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Do-It-Yourself. Ich möchte heute mit euch diesen Brotkorb oder Süßigkeitenkorb, was auch immer ihr damit machen wollt, nachnähen. Den kann man in vielen verschiedenen Varianten machen, nur aus Stoff, nur aus Wachstuch oder hier innen Wachstuch und außen Stoff. Also da sind wieder der Fantasie keine Grenzen gesetzt, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Hier kann man entweder größere oder kleine Streifen machen, was man natürlich auch machen könnte, anstatt dieser Schleifen, wenn man es nicht ganz so verspielt möchte, dass man sich hier vielleicht nur Kämmsnaps hin macht. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Ich habe jetzt hier zu diesem Anschauungskorb mal verschiedene Bänder genommen. Habe jetzt hier Webband genommen und hier die Bänder aus dem Innenstoff genäht, damit man sieht, dass da mehrere Möglichkeiten offen sind. Also, was braucht ihr dazu? Also, die Größe, die könnt ihr auch selbst noch variieren. Ich gebe euch jetzt mal die Maße vor, aber die kann man natürlich alle ganz anders machen, so wie man es möchte. Also, was brauchen wir hierfür? So, was braucht ihr jetzt dazu? Wir brauchen zwei gleich große Quadrate. Hier in meinem Fall sind sie 40 x 40 cm groß. Das kommt dann auch der Größe, die ich euch eben gezeigt habe, gleich. Ich habe hier einmal Stoff genommen und einmal Wachstuch. Das Wachstuch möchte ich gerne in der Innenseite nehmen, damit ich das immer abwischen kann. Und dass der normale Stoff kommt dann nach außen. Hier habe ich natürlich schon Weihnachtsstoff genommen, weil es passt jetzt einfach schon in die Zeit. Wir können jetzt schon langsam anfangen, unsere Weihnachtssachen zu basteln. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen entweder Bänder oder wir machen die Bänder selbst, wie ich euch eben das schon an dem Brotkorb gezeigt habe. Dazu bräuchten wir, wenn wir die selbst machen wollen, 8 Stoffstreifen in der Größe von 5 cm x 30. Wie diese Bänder gemacht werden, zeige ich euch noch im Laufe des Videos. Oder ihr macht es so wie ich. Nehmt Satörband, schneidet das auf 30 cm, an der einen immer schön spitz schneiden, damit es dann nachher bei der Schleife auch schön aussieht. Also so werde ich das machen. Aber ich zeige euch noch, wie ihr diese Bänder hinbekommt. Was brauchen wir noch? Hier kann man zur inneren Verstärkung kann man Bodentuch nehmen, ein Bodentuch, das Stabilität hat. Also das hier für 99 Cent hat schon recht gute Stabilität. Man könnte aber auch dieses nehmen. Das ist für Taschenböden gedacht. Das ist auch sehr stabil und gibt guten Stand. Oder man nimmt Dekofil. Das kann man aufbügeln. Das ist natürlich noch eine Ecke besser. Aber das ist natürlich auch alles teurer. Das Bodentuch ist etwas günstiger und hat man auch gleich zusammen. Je nachdem, wie weich euer Brotkorb werden soll, kann man hier noch 630er Volumenvlies nehmen. Aber Vorsicht, wenn ihr nur Wachstuch nehmt, würde ich das nicht nehmen, weil das könnt ihr schlecht aufbügeln. So wie in meinem Fall, ich habe ja hier Stoff, da könnte ich dann auch ruhig noch, auch in der kompletten Größe von 40x40, hier dieses 630er nehmen. Das werde ich in diesem Fall nicht machen, weil es durch das Wachstuch auch schon sehr viel Stabilität und Volumen hat. Da man jetzt, so wie ich, mit Wachstuch arbeitet, würde ich keine Nadel nehmen zum Feststecken, sondern hier solche Klemmern. Diese Klemmern gibt es im Bürobedarf, genauso wie beim Nähbedarf. Diese Klammern hier habe ich von Teddy. Kam 20 Stück, glaube ich, 1 Euro. Damit klemmern wir nachher den Stoff fest, sodass wir nicht mit einer Nadel feststecken. Wie gesagt, die gibt es in dieser Form. Da nehmt ihr dann so viele, wie ihr braucht. Und dann gibt es noch diese hier. Die sind dann etwas größere im Vergleich zu denen. Die kleinen halten aber genauso gut. Und hier ist genau das gleiche Prinzip. Sehen natürlich noch ein bisschen witziger aus. Gibt es in sehr bunt. Wie gesagt, Spielerei braucht man nicht. Die tun es natürlich auch. So, wie gesagt, wir brauchen zweimal Stoff.
in gleichen Größen. 40x40 habe ich hier genommen. Dann für die Bindebändchen braucht ihr insgesamt 30x40, wenn ihr da 8 Bändchen raus haben wollt. Dann Volumenvlies, wenn ihr das nehmt, auch wieder in 40x40. Und eine feste Einlage, so in ungefähr 30 cm, müsst ihr da hinkommen. Aus den Stoffen müsst ihr zunächst dann diese Teile schneiden. Und später dann, wenn ihr diese Bändchen nehmen wollt, diese Bändchen. Das habe ich ja schon mal vorbereitet. Und wie wir jetzt diese Bändchen machen können, zeige ich euch gleich. So, für die Bändchen, wenn ihr diese aus Stoff machen wollt, müsst ihr schon mal euer Bügeleisen anschmeißen, damit es schon aufheizen kann. Dann wird dieser Stoff einmal links auf links mittig gefaltet. Und einmal gebügelt. So, dann habt ihr einmal die Hälfte. Jetzt schlagt ihr es wieder auf und faltet jetzt einmal so bis zur Hälfte. Habt ihr jetzt durch das Bügeln eine Linie bekommen. Das wird jetzt wieder gebügelt. Verbrennt euch nicht dabei. Je besser ihr das umbügelt, desto besser ist es nachher beim Nähen und ihr müsst nicht so viel fummeln. So, die andere Seite jetzt genauso, wieder bis zur Hälfte. Das Ganze dann auch wieder umbügeln. So, das Ganze wird dann einmal jetzt mittig, also so drüber. Und ihr erkennt schon die Bändchenform. Das kann man jetzt für den besseren Stand einfach nochmal bügeln. Wie gesagt, je öfter wir bügeln, je besser wir bügeln, desto weniger Arbeit haben wir dann später. Müssen dann nicht groß rumfummeln. So. Das Ganze wird dann gleich, bevor wir noch was anderes machen, knappkantig abgesteppt. Aber erstmal wollen wir ja hier das unsaubere Ende. Wir brauchen nur ein Ende umnähen, weil das andere wird ja versteckt. Das kommt ja dann in die Nahtzugabe. Das heißt, wir machen das jetzt nochmal auseinander, weil hier oben sehen wir jetzt die rechte Seite. Das wird jetzt so auseinander gemacht und hier oben einmal so gefaltet und wird dann hier füßchenbreit, wird dann hier füßchenbreit einmal abgesteppt. So, ich habe es jetzt hier einmal ganz knappkantig, also ungefähr füßchenbreit, abgesteppt. Ihr schneidet jetzt die Ecken zurück. Vorsicht, hier wieder nicht in die Naht schneiden. Und dann kann man das einmal so umstülpen. Das Ganze mit etwas Spitzem. Nicht ganz so spitz, nicht, dass man durchsticht. Die Ecken ausarbeiten. Hier kann man das Ganze auch wieder so machen, dass es entweder so schräg ist, je nachdem, wie man möchte. Und jetzt müssen wir das Ganze einmal knappkantig der Länge nach absteppen. So, dazu legen wir uns das schon umgenähte Ende zuallererst. Dann haben wir nach unten hin, falls sich irgendwas verzieht, ein bisschen Spielraum. Anlegen. Schön aufpassen, dass es schön übereinander liegt.
Und dann können wir auch schon knappkantig beginnen. Hier wieder nicht vergessen, den Faden zu verankern. So, immer wieder kontrollieren, ob wir auch noch Kante auf Kante legen. Gegebenenfalls lieber ein bisschen langsamer nähen. So, wenn ihr eure 8 Bändchen jetzt genäht habt, beziehungsweise ihr keine Bändchen macht, sondern Satörband nehmt, geht es jetzt weiter mit dem nächsten Schritt. Wir haben jetzt hier eine Seite des Stoffes und hier wird jetzt, also wenn ihr gerne 630er Volumenvlies nehmen wollt, müsstet ihr jetzt erst das 630er Volumenvlies hier aufbügeln. Ihr wisst ja, schön aufbügeln, schön auskühlen lassen, bis alles okay ist. Dann wird auf der rechten Seite mit einem wasserlöslichen Stift oder mit einer Schneiderkreide, ich empfehle hier wirklich einen wasserlöslichen Stift, den habe ich jetzt momentan gerade nicht zur Hand. Ich nehme mir dann hier die Kreide und jetzt wird immer im Abstand von 9 cm, also vom Rand immer 9 cm abgemessen, damit ihr dort eine Linie habt, die sie jetzt hier auch verbinden. Wie gesagt, am besten ist natürlich immer ein wasserlöslicher Stift. Aber auch bei der Schneiderkreide werdet ihr später nicht sehen, weil der Faden das dann verdeckt. So, das einmal komplett bei allen 4 Seiten machen. Und wenn das fertig ist, sehen wir uns auch wieder. So, nachdem ihr auf allen 4 Seiten die Markierungen aufgezeichnet habt, sodass immer von der Stoffkante 9 cm eine Linie jetzt ist, haben wir hier ein inneres Viereck. Und jetzt werden die Bändchen bzw. die Satörnbänder aufgelegt. Die werden so aufgelegt, dass immer auf der außenliegenden Seite von der Markierung die Stoffbändchen aufgelegt werden. Also bei den Stoffbändchen ist es so, dass hier die unsaubere Seite so hingelegt wird, dass sie hier an der Stoffkante liegt, an der unsauberen Stoffkante, und der Rest nach innen zeigt. Ich möchte das ja mit Satörbändchen machen, das heißt, die gerade Seite kommt nach oben an die Stoffkante, die Spitze zeigt nach innen. Und immer nach innen also vom äußeren Rand weg zur Markierung, das ist praktisch außerhalb von diesem, wo man das nachher binden kann, liegt. Wenn es jetzt bei euch so aussieht wie bei mir, also dass man praktisch diese Abteilung hat, dann habt ihr alles richtig gemacht. Passt auf, wenn das hier schon ein Wachstuch ist bei euch, dass ihr die Bändchen dann lieber mit diesen Klemmern festhaltet, als mit den Stecknadeln, weil da sieht man sonst die Löcher später. Jetzt wird die andere Stoffhälfte genommen und rechts auf rechts übereinander gelegt. So, wenn ihr das so macht wie ich jetzt und Wachstuch habt, nehmt ihr diese Klammern einfach zum Befestigen. Ich habe das Ganze jetzt einmal gedreht, damit ich den Stoff oben habe, weil ich habe gemerkt, dass das Wachstuch doch sehr rutschig ist und ich diesen Stoff von der anderen Seite noch mal ein bisschen nachjustieren musste, damit dann hier nachher auch wirklich alles stimmt. Wenn ihr so vergesslich seid wie ich, würde ich euch empfehlen, dass ihr euch hier wieder eine kleine Wendeöffnung markiert. Die Wendeöffnung sollte so groß sein, damit ihr die Einlagen, je nachdem wie stabil die bei euch sind,
Also das lässt sich ja noch ein bisschen biegen. Dekofil lässt sich fast nicht mehr biegen und diese Einlagen für die Taschen sind noch ein bisschen starrer. Also dass ihr vielleicht wirklich auch so eine große Wendeöffnung macht. Ihr müsst ja bedenken, dass auch diese große hier durchgeführt werden muss. Die wird ja dann praktisch später in ungefähr so liegen. Und diese werden hierhin, hierhin, hierhin und hierhin geführt. Das habe ich jetzt nur mal so gemacht für das Verständnis, damit ihr auch wisst, warum das so gehört. So, das wird jetzt füßchenbreit, also so ungefähr 0,75 cm, einmal am Rand lang genäht. Und aufpassen, dass ihr hier die Wendeöffnung lasst. Ich empfehle, dass ihr hier bei dieser Wendeöffnung rechts von der Wendeöffnung anfangt, dann rumherum näht und bei dem Strich für die Wendeöffnung wieder aufhört. Wenn ihr näht, bitte denkt daran, wenn ihr Wachstuch nehmt, müsst ihr unbedingt die Stichlänge der Maschine, also der Nähmaschine, verstellen. Ich habe jetzt hier 3 genommen. Eingestellt ist es ja mal auf so ca. 2,5. Ich denke, das ist eine ganz gute Stichlänge. Besser wäre vielleicht noch 3,5, sonst zerstecht ihr euch das Wachstuch. Ne? Da müsst ihr aufpassen, genauso wie bei Leder. Hier haben wir jetzt wieder den Fall, dass wir an der Ecke sind. Das heißt, ich habe die Nadel versenkt und kann nun alles wieder in die richtige Position bringen. Ohne dass mir da der Faden irgendwie verrutscht. Justiere hier nochmal nach. Ja, und dann können wir auch schon weiter nähen. So, zum Nähen mit Wachstuch sei noch gesagt, das sollten vielleicht wirklich nicht ganz blutige Nähanfänger machen. Also das war jetzt auch mein erstes Mal mit Wachstuch. Und es rutscht halt ungemein. Was man vielleicht machen sollte, es gibt ja dieses Klebfix von Farbenmix. Dass man sich die Ränder wirklich in der Nahtzugabe festklebt, also innerhalb der 0,5 cm. Man darf ja nicht auf dieses Klebfix nähen, dann verklebt die Nadel und dann bei 0,75 cm die Naht macht. Es verzieht sich sonst wirklich, es hat sich bei mir auch verzogen und muss mal gucken, was ich da mache. Was noch passiert, ist, dass die Bänder natürlich rausrutschen. Das war jetzt bei meinem Stoffkorb nicht so. Aber hier ist es halt so, dass dieser Turnbänder, das war halt alles ein bisschen glatt, dass es rausgerutscht ist und ich immer wieder nachjustieren musste. Da solltet ihr natürlich ein bisschen aufpassen. So, jetzt wieder alle 4 Ecken. So, abschneiden. Aufpassen, nicht in die Naht schneiden. Ihr könnt auch zuallererst, bevor ihr das zurückschneidet, die Wendeöffnung hier ist ja groß genug, die ganzen Stecknadeln von den Bändern wieder rausziehen. Das ist natürlich, wenn wir jetzt auch gleich wenden, wollen wir uns ja nicht stechen. Auch die Naht wieder ein bisschen zurückschneiden. Das würde ich auch wieder nur an diesen 3 Seiten machen. Nur an diesen 3 Seiten die Naht zurückschneiden. An der Seite, wo wir die Wendeöffnung haben, würde ich die Naht so lassen, damit wir da mehr Spielraum fürs Umnähen haben. Nachdem wir jetzt die Ecken abgeschnitten haben und die Nahtzugaben ein bisschen zurückgeschnitten haben, können wir das Ganze wenden. Auch hier wieder aufgepasst, falls noch Nadeln drin sind. Und das Ganze gestaltet sich natürlich schwieriger, wenn man Wachstuch hat. So, ihr seht schon, es ist mit Wachstuch alles nicht so einfach. Obwohl das wirklich ein sehr leichtes Wachstuch ist und ja, leicht zu handhaben ist. Ich will gar nicht wissen, wie es dann mit etwas schwererem Wachstuch ist. Das Wachstuch möchte ich ja gerne innen haben. Das lege ich mir jetzt am besten auch so, damit es auch wirklich gut innen liegt. Die Ecken ausarbeiten, am besten nicht mit der Schere. Lieber was anderes, weil ruckzuck habt ihr euch in das Wachstuch geschnitten.
So, wenn ihr das jetzt umgedreht habt, kontrolliert einfach auch nochmal, ob eure Bändchen wirklich fest sind. Weil noch kann man es wieder umdrehen und nochmal abändern. Die sind wirklich alle 8 gut fest. So, so wird das Ganze dann liegen. Hier wird es ja noch umgenäht. So, auf der Seite sieht man ja noch, je nachdem, was ihr für einen Stift nehmt. Wenn ihr so einen Stift nehmt, der auch wieder verschwindet, also man kann damit aufzeichnen, sieht ihn, aber er wird nach einer gewissen Zeit verschwinden. Dann seht ihr hier noch die Markierungen. Hier werden jetzt die Einlagen reingelegt. Zuerst die, die ganz unten mittig angelegt wird. Dann aufpassen, dass es genau zwischen den Markierungen liegt. Ist ein bisschen Fummelarbeit. Lasst euch da auch lieber ein bisschen mehr Zeit, damit das Ganze dann auch ordentlich aussieht. So. Wenn ihr jetzt hier Dekopill genommen habt, was man aufbügeln kann, solltet ihr es jetzt erstmal bügeln, damit euch da nichts verrutscht. So. Und diese Naht anhand unserer Markierung hier einmal abstimmen. Den ersten Streifen zur Stabilisierung haben wir drin. Und ich probiere das schon mal. Also es müsste schon ganz gut stabil sein, auch mit dem Bodentuch. Dann kommt jetzt die nächste dran. So, jetzt machen wir links und rechts die Streifen rein. Wieder gut ausjustieren. Nehmt euch hier ruhig ein bisschen mehr Zeit, klemmt es dann hier wieder fest, damit euch nichts verrutschen kann. Nachdem wir jetzt hier einmal quer genäht haben, nehmen wir jetzt hier einmal so. So, unten in der Mitte, auf dieser Seite, ist es jetzt schon drin. Ich habe jetzt hier das andere schon hier reingesteckt. Hier wieder festklammern, damit es nicht verrutscht. So, wir haben jetzt dieses Seitenteil und dieses. Und jetzt kommt erstmal das Mittelteil in die Mitte. So. Wenn ihr gut gemessen und gut genäht habt, dann passt es jetzt alles. Bei mir hat es perfekt reingepasst. Und dann nehmen wir jetzt hier die vierte und letzte quer. So, das Mittelteil ist nun auch fest drin. Dann fehlt uns jetzt nur noch dieses obere hier. Und mit dem vierten und letzten Teil schließen wir dann hier auch die Wendeöffnung. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt, entweder mit der Zaubernaht. Oder ihr steppt sowieso einmal rundherum ab. Ich werde es so machen, dass ich alle vier Seiten einmal komplett absteppen werde. Ich habe mir das jetzt hier abgeklemmt und nähe jetzt einmal alle vier Seiten. Steppe ich jetzt ganz knappkantig einmal ab. Somit schließen wir dann auch die Wendeöffnung und dann sind wir auch schon fast fertig. So. Wir haben jetzt die Wendeöffnung geschlossen und jetzt können wir uns noch, je nachdem wie wir genäht haben, überlegen, ob wir hier, wo die Teile drin sind, also diese 5 Teile, ob wir da noch einmal so ein Kreuz reinsteppen. Hier ein etwas größeres, hier die etwas länglichen. Das sieht natürlich bei mehr gefütterten Stoffen noch besser aus. So, ich habe jetzt alle 4 Seiten und das Mittelteil nochmal abgesteppt. Ich
finde, auf dem Wachstuch macht es einen ganz guten Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Auf der anderen Seite. Ich denke, es muss dann einfach mehr gefüttert sein, damit man da ein bisschen mehr was sieht. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Also da müsste noch mit 630er gut ausgefüttert werden, damit man hier einen Effekt sieht. Und jetzt können wir auch schon, wie gesagt, das Wachstuch wollte ich gerne innen haben. Und jetzt können wir schon mal hier die Schleifen machen. Das ist ein bisschen verkehrt. Das machen wir jetzt auf allen vier Seiten. So. So, das wäre praktisch euer weihnachtlicher Brotkorb. Da kann man natürlich auch Lebkuchen reinmachen, alles Mögliche. Dadurch, dass man es hier innen so richtig schön auswaschen kann. Und wie gesagt, ihr habt ja nochmal den Vergleich. Ich persönlich finde es mit diesen dünneren Sorteurrändern irgendwie besser. Das wäre dann euer Brotkorb. Ich hoffe, ich habe es euch einfach erklärt. Ihr seid gut mitgekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem Do-It-Yourself und schaut mal wieder rein. Tschüss.